Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil muss sich vor einem Untersuchungsausschuss erklären. Schon am Nachmittag nimmt das Gremium die Arbeit auf. Der Grund: seine Büroleiterin bekam eine saftige Gehaltserhöhung und dazu wurden die Verwaltungsregelungen für Beförderungen extra dann geändert. Die CDU kritisiert den Vorgang als rechtswidrig und wirft dem SPD-Politiker persönliche Begünstigung vor. So wurde das Gehalt von Weils Mitarbeiterin nach Beendigung der Probezeit um knapp 1.900 Euro brutto im Monat erhöht. Das sei gegenüber anderen Landesbediensteten unfair und auch nicht zu begründen. Stefan Weil, seit mehr als 10 Jahren Niedersachsens Ministerpräsident. Beliebt, väterlich, skandalfrei. Jetzt aber gerät der SPD-Politiker unter Druck, muss sich einem Untersuchungsausschuss im Landtag stellen. Die CDU wirft ihm vor, eine kräftige Gehaltserhöhung für seine Büroleiterin und SPD-Genossin Ainur Kolpan unrechtmäßig durchgepeitscht zu haben. Er hat diese Beförderung mitverantwortet. Er hat sie in seinem nahen Umfeld durchgesetzt. Er hat sie in einer Geschwindigkeit durchgesetzt, die sonst für keine der Verwaltungs- und Landesbeamten gilt. Ja, das heißt, der Ministerpräsident hat aus unserer Sicht einen schweren Fehler gemacht. Im vergangenen Jahr plädierten der Ministerpräsident und sein Staatskanzleichef für eine satte Gehaltserhöhung von rund 6.300 auf 8.200 Euro für Weils neue Büroleiterin Kolpan. Im grünen geführten Finanzministerium und im Personalreferat der Staatskanzlei regte sich Widerstand. Zuvor war die Stelle zwar auch mit diesem Topgehalt vergütet worden, bei Quereinsteigern wie Kolpan, die keine Beamtenlaufbahn hinter sich hat, geht das aber nicht so schnell. Also änderte die Weil-Regierung kurz die Regelungen für Staatsgehälter und Kolpan bekam sogar rückwirkend das saftige Lohnplus. Die CDU spricht von einer Gehaltsaffäre. Stefan Weil und seine SPD weisen die Vorwürfe zurück. Es ist für alle weiteren Fälle generell geregelt worden. Und deshalb geht schon an dieser Stelle der Vorwurf der CDU fehl. Die arbeitet dort tatsächlich mit Unterstellung. Doch auch die Antikorruptionsorganisation Transparency fordert Aufklärung. Das ist schon ein sehr einmaliger Vorgang, wie es denn dazu kam, dass es so schnell passierte. Und dazu würde halt dieser parlamentarische Untersuchungsausschuss eine zentrale Rolle übernehmen. Die Details und warum die Gehaltserhöhung sein musste, muss der Untersuchungsausschuss jetzt klären. Für Stefan Weil könnte das unangenehm werden. Da wollen wir noch mehr zu hören. Christoph Bohlen ist mir jetzt noch einmal zugeschaltet von Transparency International. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Wir haben es gerade schon von Ihnen gehört. Der Untersuchungsausschuss könnte jetzt eine maßgebliche Rolle spielen in dieser Frage. Ich will es noch keinen Skandal nennen. Welche Bedeutung genau, was muss da jetzt aufgeklärt werden? Also erstmal guten Morgen. Gerade in diesen Zeiten von herausragender politischer Ereignisse ist halt die Transparenz und die gründliche Aufklärung halt unerlässlich. In diesem Zusammenhang möchten wir halt wirklich betonen, auch als Transparency, dass der parlamentarische Untersuchungsausschuss eine wesentliche Rolle spielt, die Wahrheit ans Licht zu bringen und das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Integrität unserer Personen halt zu stärken. Und in der Vergangenheit gab es ja in Niedersachsen 24 Untersuchungsausschüsse. Dieser Untersuchungsausschuss, ich habe mich heute noch mal ganz kurz eingelesen, wird 144 Fragen insgesamt an Stefan Weil richten. Das Ganze ging halt schon los im März diesen Jahres. Der Ältestenrat hat sich damit beschäftigt und gestern wurde ja im Parlament beschlossen, dass der Untersuchungsausschuss kommen wird. Und heute wird er zu seiner konstituierenden Sitzung nach der Mittagspause zusammentreffen. Und das ist halt wirklich die entscheidende Bedeutung von diesem Untersuchungsausschuss, dass der keine Vorverurteilung auf jeden Fall vornimmt, sondern vielmehr ein Mechanismus in unserer Demokratie ist, die relevanten Informationen zu sammeln, zusammenzutragen und ein umfassendes Bild dieser Angelegenheit zu machen und diese sachlichen und fundierten Ergebnisse zu gewinnen, um eine Grundlage angemessene Maßnahmen entsprechend ergreifen zu können. Daher ist es auch wichtig und auch als Transparenz, Sie International Deutschland, dass der Prozess des Untersuchungsausschusses mit Respekt und Objektivität auf jeden Fall zu behandeln ist und keine Vorverurteilung zu unternehmen. Um das ganze Bild auch noch mal in einer doch nicht ganz einfachen Gemengelage zu verstehen, gibt es ja jetzt auf der einen Seite die Kritik, dass man Gesetze extra geändert hat, viel mehr Geld auf einmal für diesen Posten gezahlt. Auf der anderen Seite heißt es, dieses Gehalt, das gab es vorher ja auch schon. Man hat jetzt also nicht auf einmal eine ganz neue Zahl dort erfunden. Und das Wie, das soll für immer jetzt so ja weitergehen. Andere würden davon später auch profitieren. Ist das schon mal eine Begründung, die Sie so nachvollziehen können von der SPD?
Also ich hoffe, dass es der Untersuchungsausschuss bei den zahlreichen 144 Fragen, die Sie vorgelegt haben, das untersuchen wird, wie es halt dazu kam, welche Prozesse, welche Mechanismen ausgelöst worden sind, um diese Entscheidungen halt zu treffen, diese Gesetzesänderung oder diese Änderung der Reglementarien, die es halt gab, um diese Turbo-Beförderung, wie man es auch sagt, vorzunehmen. Es geht ja immerhin um 1.900 € monatlich zusätzlich für die Person. Und da hoffe ich mal, dass dementsprechend die Aufklärung vorhanden sein wird, wie es halt dazu kam, dass diese Dinge geändert worden sind. Und in dem Sinne, ob es halt dann auch das ganze Verfahren sehr transparent abgelaufen ist nach Kriterien, die sich daran gerichtet haben, dass sie so objektiv bewertet worden sind und dass es halt dementsprechend auch talentiert und so weiter vorlag. Es gab ja schon mal in der Vergangenheit so einen Fall, das war ja der Martin Sellmeier, da ging es um die EU-Kommission, wo er an einem Tag zweimal befördert worden ist. Das hat natürlich auch zu einer kleinen Affäre geführt. Die EU-Bürgerbeauftragte hatte das gerügt. Die Kommission, also die EU-Kommission, hat es wieder zurückgewiesen. Letztendlich ist er später aus der Politik ausgeschieden und jetzt in der Wissenschaft gelandet. Also ja, der Untersuchungsausschuss ist halt ein schweres Schwert der Demokratie und des Parlaments. Und deswegen ist diese Aufklärung da ganz wichtig, wie es zu diesen Prozessen kam. Man muss ja sagen, Stefan Weil ist ziemlich skandalfrei durch seine jetzt mittlerweile schon 11 Jahre als Ministerpräsident gekommen. Glauben Sie, dieser Skandal, wenn man so will, wird an ihm haften bleiben, egal wie das Ergebnis jetzt im Ausschuss ist? Letztendlich wird das der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zeigen, der ja mit Vertreterinnen von allen Parteien besetzt ist, die 144 Fragen auf der Agenda hat. Und das Ergebnis will sich dann halt zeigen. Letztendlich wird ja das Parlament darüber dann eine Entscheidung treffen. Wichtig ist halt nur, dass der Parlamentarische Untersuchungsausschuss eine zentrale Rolle bei unserer Gewährleistung halt unserer Prinzipien spielt. Und wir appellieren halt an alle Beteiligten, den Prozess der Untersuchung mit der gebotenen Ernsthaftigkeit und Objektivität zu unterstützen, um letztendlich die Wahrheitsfindung beizutragen und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in unsere demokratischen Institutionen einfach zu stärken. Ob dann was am Ende haften bleibt, das wird sich dann erst am Ende zeigen. Herr Bohlens, vielen herzlichen Dank. Und Sie haben es ja gleich zu Beginn gesagt, in diesen Zeiten ist das Vertrauen in unsere Politik natürlich besonders wichtig. Danke Ihnen. Absolut, vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.